Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Schlacht der Mittelerde. Heute gleich am Anfang der Shoutout wieder. Tolkien Podcast, schaut da gerne rein. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung. Max und Ramon, die besprechen momentan das Silmarillion, Kapitel für Kapitel. Haben schon den Herr der Ringe, den Hobbit besprochen. Machen aktuell auch noch Harry Potter, das erste Buch, parallel. Wer da Interesse dran hat, hört da gerne mal rein. Die zwei machen das echt super. Gut, und dann würde ich sagen, legen wir los. Spiel laden. Gute Kampagne. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen in den Saum Fangorns. Vielen konnte die Gemeinschaft trotzen. Doch nun ist sie zerbrochen. Frodo und Sam setzen ihre Reise fort. Ängstlich und einsam. Merry und Pippin sind in der Gewalt der Uruk-hai. Ihre Freunde suchen nach ihnen, doch ihre einzige Hoffnung sind die Krieger Rohans. Na dann, schauen wir mal. Der Saum des Fangornwaldes bildet die Grenze zwischen den weiten Ebenen Rohans und dem Reich der Ents. Merry und Pippin, ne? Besiegt alle Truppen des Bösen. Okay. Wir sind hungrig. Wir wollen Halblingfleisch. Die sind nicht zum Fressen da. Befehl Sarumans. Mut, Merry. Jetzt kannst du deinen Mut beweisen. Ork, Abschaum! Wir werden euch aus unserem Land Männer, jagen! Männer, Rohans! Brechen wir auf! Okay. Menschen haben unsere Pferde Rettet aufgenommen! Rettet sie nieder! Lasst keinen entkommen! Dann machen wir das kaputt, oder? So, unsere Feinde! Sie sind hier! Ja! Seid am Pferd frei! Ja! Wir haben jetzt Ents. Ja! Mutig voran! Mutig voran! Gucken wir mal, dass wir die gleich mal alle auf Level 2 bringen auch, ne? Ja! Haltet die Augen offen, Reiter der Mark! Feuer Tier! Ja! Vorwärts! Gut's geht. Mutig voran! Unsere Feinde, sie sind hier! Vorwärts! Brüder, wir haben viel zu tun. Wir werden hier lagern. Reitet aus! Okay. Mama. Die Schlacht wartet! Vorwärts! Reitet! Die Schlacht wartet! Aber ich kann ja hier jetzt der Groß. Bleibt wachsam! Ja! Groß was aufbauen, weil was soll ich hier groß machen? Oh je. Der Feind! In Deckung, Männer! Feuert! Ihr könnt die abschießen. Das heißt, wir müssen jetzt hier alle Gegner... Was machst du? Stehst bloß rum. So automatisch irgendwas angreifen, das... Was sollen wir tun? Erschießt sie! Klappt immer noch nicht. Also da oben sieht man, die Verstärkung von Eomir kommt in 7 Minuten. Wir haben 3 Punkte, wir brauchen 4. Ja! Da sind sie! Och, jetzt habe ich einen Rohan-Heldenstatue gebaut. Rohans! Schnell! Die haben Rang 2, gleich mal zurück. Haltet die Augen offen! Reitet aus! Gehen wir auch mal gucken. Ja! Reitet aus! Ja! Wir kommen zu aus! Sie haben das Gebiet bereits besetzt! Oh! Brechen wir auf! Weg. Brechen wir auf! Ja!
vielleicht nicht so geschickt, da das Lager direkt anzugreifen. Schnell! Ja! Lasst keinen am Leben! Lasst keinen am Leben! Mutig voran! Attacke! Nieder mit euch, ihr Bestien! Lasst keinen am Leben! Unsere Truppen werden angegriffen! Bestraft alle Feinde Rohats! Lasst keinen am Leben! Bleibt wachsam! Männer Rohans! Der war noch Rang 2. Reitet aus! Ja! Angriff abbrechen! Schnell! Haben wir keine Stallungen? Nee. Hier drüben ist jetzt gar keiner mehr, oder was? Abfahrt! Holt eure Waffen! Reiter Damar! Unsere Festung wird angegriffen! Der Feind ist unter uns, Männer! Bleibt wachsam! Ich bin hier gerade ein bisschen am Schwitzen, ihr merkt's. Also Leute, wir haben hier mehrere Sachen zu tun. Wir müssen alle Sägewerke zerstören. Wir müssen Eomirs Armee holen. Mary und Pippin retten, sollten wir auch. Reitet aus! Gehen wir mal schön auf die Suche nach Sägewerken. Ja, das soll da angreifen, das macht nichts. Die Ents räumen ja auf, das ist wichtig. Holt eure Waffen! Alter, was hier abgeht! Oh nein. Nehmt ihre Flanke. Wir gehen da runter. Ja! Abfahrt. Also wir haben jetzt hier fast alles verloren, so wie es aussieht, aber wir kommen. Mal. Sie haben angegriffen. Haltet die Augen offen. Dies ist unsere Stunde. Wir kommen. Fordert dieses Land zurück für den König. Verteidigt dieses Land. So. Jetzt können wir wieder nach und nach leveln. Das Marmau. Dass wir jetzt den Rest voll auf Level 5 kriegen. Also Leute, okay, drauf. Also die, wo jetzt erst Stufe 2 geworden sind, ihr kommt weg. Das seid ihr. Ihr. Hier. Männer Rohan, holt eure Waffen. Und ich glaube, wir müssen unser Land verteidigen. Haltet die Augen. Eins, zwei, drei. Waren das die? Ich glaube schon. Unsere Truppen werden nicht untergehen. Geht hier sogar mehr Rang 5. Haltet die Augen offen. Ja. Schauen wir mal. Verteidigt dieses Land! Vorwärts! Hilfe!
Hierher! Ja! Ja! Der Feind ist unter uns, Männer! Beeilen wir uns! Wir haben Merry und Pippin befreit. Los! Wir testen das jetzt mal. Ihr seid jetzt mal mein Testobjekt, ob ich hier ein höheres Level noch bekomme. Feind! Entdeckung, Männer! Reiter der Bank! Scheinbar ja. Ja. Hallo, Rang 6. Zurück. Mutig voran! Mever Rohan! Dann ihr. Reitet aus! Da ist schon ein Sägewerk. Da sind sie! Ehe wir Rang 6 machen, wäre nicht schlecht. Verteidigt dieses Löffelchen! Also bei dir, das dauert eindeutig zu lang. Nehmen wir mal dich. Wir werden angegriffen! Nehmt ihre Flanke! Ah, schon anders. Rohirrim, beeilen wir uns! Holt eure Waffen! Ja, jetzt geht das Spiel wieder los, so. Dass wir jetzt nach und nach versuchen zu leveln. Mögen Sie hier vertrauen! Nehmt ihre Flanke! Fünf. Alter, wie geil. Also Leute, das ist eigentlich ein nicht ausnutzen, sondern einfach System dribbeln, würde ich jetzt mal so schön sagen. Warum sollte ich das nicht ausnutzen? Und meine Truppen leveln, wenn ich es machen kann. Weil, desto weiter man kommt, desto schwieriger wird es natürlich, ist ja klar. Okay, der hat jetzt dann gleich Rang 6. Der Rittermann. Holt eure Waffen, dies ist unsere Stunde. Wir werden angegriffen. War genau jetzt. Rohirrim. Männer Rohan. Wir haben jetzt dann gleich Rang 4. Schnell. Auf, auf. Ja. Eigentlich ist es total bekloppt, aber egal. Ja Leute, also im Endeffekt geht es jetzt darum, schön zu leveln und dann reißen wir das Ding da oben ein und dann hat sich's. Bleibt wach! Schon Stufe 4. Sie greifen an, brechen wir auf! Mutig voran! So, dann hier. Wachsam! Ah, komm. So. Dürfte jetzt auch gleich Level 6 sein. Die haben wir befreit. Ich 6. Vorwärts! Haltet die Augen offen! Reitet aus! Ich habe gemeint, bei Rang 5 wäre fertig, aber da habe ich mich getäuscht. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist die Dinge. Upgrade. Rohirrim! Schnell! Ihre Rüstung ist fertig! Genau das. Bleibt! Und dann haben wir nämlich das doch gemacht. Holt eure Waffen! Holt eure Waffen! Bleibt wachsam! Holt eure die Waffen! Schlacht. Haltet wachsam. Die Augen offen! Holt eure Waffen! Dann haben die jetzt alle schwere Rüstung. Unsere Truppen werden angegriffen! Wir haben auch Rang 6. Eure Waffen! Dann bekommt ihr noch Männer die geschmiedeten Klingen. Holt eure Waffen! Alle nochmal heilen hier, jetzt kommt der da oben. Männer Rohan! Ah, das geht ruckzuck. Dann ihr noch auf Rang 5 und dann sind wir schon fertig. Also das Level ist relativ easy und schnell gemacht, aber ihr seht ja, ich nutze es jetzt gerade ein bisschen aus, um meine Truppen zu leveln, weil ich weiß genau, dass noch Helms Klamm kommt, es kommt noch Minas Tirith. Und da brauchen wir jeden Mann, jedes Level, wo wir kriegen können. Das könnt ihr mir glauben. So, Stufe 6. Jetzt noch die Bogenschützen auf 5. Eomir ist halt. Bleibt wachsam! Vorwärts! Was für ein Ausdutzen. Pfeile! Ah, gut, egal. Macht ja nichts. Ah, das ist schon ein ordentlicher Trupp jetzt, ne? Männer Rohan! So. Die noch und dann dürftet ihr 5 haben. Jawohl. Der Feind ist unter uns, Männer. So, sie kommen. Attacke. Vorwärts!
so lange verspottet. Hauen wir das schon weg und dann hat es schon erledigt. Sie haben uns schon so lange. Ja Leute, der Herr der Ringe ist am Fang ganz. Das war jetzt praktisch der zweite Film sind wir jetzt angekommen, ne? Weil Merry und Pippin retten, das war ja dann im zweiten Film. Der Anfang. Jo. War eigentlich easy. Eigentlich habe ich jetzt die Zeit genutzt, um Tag der Ehre und der Tapferkeit, die Helden und Kavallerie zu leveln. Das haben wir erfolgreich gemacht. Na gut, das Video haben sie ein bisschen verändert, wie im Film Merry und Pippin hauen ab. In den Fangornwald. Jetzt Veteraneneinheiten. 13. 30 Kommandeurspunkte. Rohstoffe. Sehr gut. Die haben jetzt Stufe 6, ne? Die haben schon 200 bis 300 besiegte Gegner. 5, 5, 4, 5. Also die wir jetzt gerade bekommen haben, die behalten wir gar nicht. So, das haben Fangons eingenommen. Und das nächste Mal geht's weiter. Sarumans Armeen ziehen mordend und brandschatzend durch Rohan. Entweder in Fangorn direkt oder im Wuld. Oder Ostemnet. Oder Ostfuld. Wir können jetzt gerade richtig viel machen. Die Ostfuld, Ostemnet, Wold und der Fangorn. Ist alles Akt 8. Ich denke mal, dass wir nach dem Fangorn dann hier weitermachen müssen noch, weil das nächste ist erst 14 oder so, wenn ich das richtig sehe. Das wird sich dann zeigen, weil ich weiß noch nicht, wann. Na, Isildien ist 13. Okay. Also Leute, wir haben den Saum Fangorns verteidigt, eingenommen. Wir haben Merry und Pippin befreit. Das war die Aufgabe. Im nächsten Level geht es in den Fangornwald. Bin ich mal gespannt, was wir da machen müssen. Eine Elbenarmee ist schon unterwegs Richtung, ne? Richtung Helmsklamm, das wissen wir ja auch. Und dann werden wir mal schauen. Ach, Helmsklamm kommt ja dann auch auf 10, ne? Okay. Gut, dann mal wieder bedanke ich mich fürs Reinschalten. Denkt an den Tolkien-Podcast, ist verlinkt. Lasst gerne Like, Abo und einen Kommentar da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye.